Fireball New Zealand Cinnamon Flavoured Whisky. Hallo Leute, ich bin Silo. Wie versprochen kommt ein kleines improvisiert gedrehtes Video aus Neuseeland. Ich hoffe, es passt mit dem Ton. Es ist ein bisschen windig, ich habe kein Mikrofon dabei. Vielleicht hört ihr mich, ansonsten habt ihr Pech gehabt. Ich habe heute Fireball Cinnamon Flavored Whisky für euch. Ganz ordentlich aus meiner Emaille-Tasse hier mache ich das, richtig professionell. Es ist an sich gar kein Whisky, ne? Es ist 33%. Whisky muss mindestens 40% haben. Wir haben hier also einen Likör. Made in USA Liquor. Ja, ist auf jeden Fall mit Zimtgeschmack. Und ja, nehmen das, glaube ich, das Video einfach nicht ganz so ernst. Genau, ich probiere den jetzt einfach mal für euch. Und ja, das war meine erste Neuseeland-Whisky-Erfahrung bis jetzt. Ich rieche Zimt. Wer hätte das gedacht? Und ich rieche nur Zimt. Es riecht quietschesüß und nach Zimt. Dieser Likör heißt nicht umsonst Fireball. Am Anfang super süß, zimtig, lecker, so ein bisschen wie so ein, naja, den könnte man fast in einen Eierflip reintun zu Weihnachten, ne? Wir haben jetzt übrigens gerade den 13. Dezember, das möchte ich anmerken. Ja, und dann pfeffert der so richtig durch, also er pfeffert nicht durch, er zimtet durch, so richtig, richtig scharf. Ich weiß nicht, ob, wenn man jetzt einen Löffel Zimt isst, Zimt tatsächlich so scharf ist, keine Ahnung. Aber das Zeug ist auf jeden Fall richtig, richtig scharf am Ende. Ihr habt es gesehen, hinten steht noch drauf, irgendwas mit, wenn du schon immer einen smoothen Whisky mal hattest und dann irgendwas mit Fury Kick of Red Hot Cinnamon. Ich habe noch nie, also gibt es Rotzimt? Ist der scharf? Ist das so wie Chili-Zimt? Wächst der auf Bäumen? Ich weiß es nicht. It tastes like heaven, burns like hell. Naja, ja, also es ist okay für Likör. Also man schmeckt halt auch tatsächlich nichts anderes. Ich kann es gerne nochmal probieren. Ich rieche Zimt, wer hätte das gedacht? Also wie gesagt, am Anfang geil, dann brennt er einfach nur durch und lässt sich mit so einem total verklebten Zuckerwattemund zurück. Ja, also kann ich für jeden empfehlen, der mal jemanden verarschen möchte. Wir wurden auch so ein bisschen ausgetrickst mit diesem leckeren Getränk. Danke nochmal an der Stelle. Ja. Was soll ich dazu noch weiteres sagen? Ich gebe dafür jetzt keine Punkte. Das ist halt eine spezielle Likörerfahrung für jemanden, der darauf steht. Probiert ihn gerne. Und ich hoffe, dass ich es nochmal schaffe, irgendwie ein etwas ernsthafteres Whisky-Video für euch zu drehen hier in Neuseeland. Und bis dahin sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye. Eigentlich irgendwie erwartet, dass eine während dem Video kackt oder pullert, aber nee, waren alle ganz brav.